Artyom. Artyom. Hey, Anna. Auf, mein Schatz. Geht's dir besser? Ist er schon auf? Artyom, der Oberst will dich im Führerstand sehen. Wir sehen uns später. Na los, wach auf. Ach, wie cool. Das hast du gut gemacht. Wir sind nicht mehr zu Hause, daher handeln wir besser so wie du. Ganz vorsichtig. Es sind ja nicht mehr viele Menschen übrig. Ich hoffe daher, dass wir eines Tages anderen vertrauen können, denn sie sind auch Menschen. Langweile ich dich? Tut mir leid, ich bin heute in philosophischer Stimmung. Bleib noch ein Weilchen hier, Artyom. Auf jeden Fall. Oh. Das ist so schön. Ich wünschte, so könnte es ewig sein. Artyom, als du damals in Moskau auf diese Ruinen geklettert bist, mit deinem Funkgerät, hast du dir da überhaupt vorgestellt, wie unser Leben an der Oberfläche sein könnte? Ein Zuhause. Ein Ort, an dem man leben kann. Eine Holzhütte an einem Waldrand. Oder wie wäre es mit einem Bungalow an einer Küste? Obwohl es irgendwie schön ist, einfach irgendwo hinzufahren. Gemeinsam. Durch die verlassenen Bahnhöfe, die Ruinen, das Ödland. Insbesondere in unserem eigenen Privatabteil. Sind das nicht unsere Flitterwochen? Bestimmt sind sie das, wenn auch etwas spät. Bisher hatten wir allenfalls ein paar Flitter-Einsätze. Ah, schön. Was ich sagen? Ich habe mal mit Katja gesprochen. Jetzt sitze ich hier und denke an diese Brücke und die Leute dort. Wir haben 20 Jahre im Untergrund gehockt und sie nicht. Na und? Das sind nicht dieselben Menschen, die einst Städte, Flugzeuge und Raketen bauten. Sie sind wie wir in der Metro, nur noch entmutigter. Im Wesentlichen sind sie Sklaven. Wirklich. Was? Sie arbeiten am Tag und beten in der Nacht, immer unter Beobachtung und Anleitung. Alles ist unter Kontrolle. Alles wird von der Allgemeinheit entschieden. Naja, ich meine von Silantius. Eben. Sie kennen nicht einmal Eigentum. Selbst ihre Socken gehören der Allgemeinheit. Ja, aber eigentlich auch nicht der Allgemeinheit. Sie sind so verblendet von seinen lächerlichen Lügen über Elektrizität. Natürlich lassen sich nicht alle so leicht zum Narren halten. Aber wenn sie es wagen zu zweifeln, müssen sie büßen. Einen elektrischen Dämon mit Gebeten und Kreuz exorzieren. Aber das gleicht einem Todesurteil. Wie kann eine Taschenlampe gefährlich sein? Oder ein Funkgerät? Aber nein, sie meiden alles. Sie verstecken sich und beten. Wie schafft man es nur, Menschen innerhalb weniger Jahre solch lächerlichen Müll glauben zu lassen? Menschen sind im Allgemeinen sehr leichtgläubig, was Lügen betrifft, nicht wahr? Solange diese Lügen bequem sind oder wenigstens vertraut. Nehmen wir mal uns in der Metro. Also gut, wir haben die Besatzungstruppen noch nicht getroffen. Wenn wir mal das Shirt außer Acht lassen, das ich an der Antenne fand. Katja und Crest haben sie auch nie gesehen. Aber vielleicht gibt es da draußen welche. Und wenn ja, dann haben sie uns zu Hause nicht einmal davon erzählt. Sie haben uns nicht gesagt, dass der Krieg noch nicht zu Ende ist. Sie haben uns nur glauben lassen, dass es außerhalb der Metro kein Leben gibt. Sie haben uns angelogen, pausenlos angelogen. Die ganze Zeit. Hatten sie gute Absichten? Vielleicht. Aber die Metro ist ein Schloss, das auf Lügen gebaut ist. Verdammt, bin ich wütend. Und bislang haben wir noch keinen einzigen Feind getroffen. Egal, wie weit wir gekommen sind. Ist das nicht merkwürdig? Aber Papa will davon nichts wissen. Bleib wachsam, seid vorsichtig, der Feind schläft nie. Du weißt, wie sehr ich meinen Vater liebe. Trotz allem. Aber was, wenn alles, was uns erzählt wurde, nur weitere Lügen sind? Ich hoffe, wir finden heraus, wie die Wahrheit aussieht, sobald wir Yamantau erreicht haben. Puh. Ja, ich fühle mich jetzt viel besser, nachdem ich dir das gesagt habe. Danke, dass du mir zugehört hast, Artyom. Lass uns hier einfach noch etwas sitzen bleiben.
Schon gut, geh nur. Papa wollte irgendwas von dir. Hey, ich werd doch... Toll, ich darf nicht bei meiner Frau bleiben. Das ist wie in einem Märchen. Ein Prinz hat seine Prinzessin aus einem Verlies voller Monster gerettet und bringt sie nun in sein magisches Königreich, wo sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben. Meinst du, wir finden dieses Königreich am Ende? Na klar. Aber solange ich bei dir bin, geht es mir überall gut. Genau so ist es. Glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben, ist das Wichtige daran, was mich betrifft. Das Ende ihrer Tage könnte aber eher kommen, als wir denken. Denn sie hat jetzt hier schon zigmal gehustet. Sie hat auf dem Kran gehustet. Wir erinnern uns noch, dass wir in einem Teil sie noch beim Doc hatten. Und der Doc und sie unbedingt alleine reden wollten darüber, wie es ihr geht. Entweder hat sie wahnsinnig viel Strahlung abbekommen oder irgendwas anderes ist mit ihr los. Aber das hört sich alles nicht gut an. Aber der Monolog war jetzt einfach, er war irgendwie auch schön, weil im Prinzip hat er das zusammengefasst, was ich ja auch gesagt habe, ne? Genau das gleiche hat sie gesagt. Nur etwas ausschweifender und sonst bin ich immer der, der die Klappe nicht halten kann. Passt also anscheinend irgendwie. Guck mal, wie schön wir uns das hier eingerichtet haben. Hm. Und dann einfach mal, ne, nach dem ganzen Scheiß, den man erlebt hat, einfach mal sitzen bleiben. Zweisamkeit genießen, weil so viel Zweisamkeit gibt es heutzutage nicht mehr, ne? Wie sie schon sagt, wir hatten nur ein paar Flitter-Einsätze. Aber mal wirklich zur Ruhe kommen, seitdem wir irgendwie uns füreinander entschieden haben, gab es nicht. Ja, genau das. Einfach mal füreinander da zu sein. Klar ist sie Tochter eines Militärs und wir sind angeblich der übelst krasse Dude, der wahnsinnig militärisch irgendwelche Aktionen durchführt und so. Yay, ganz toll. Aber letztendlich sind wir alles nur Menschen. Aber dieses Menschsein ist in der gesamten letzten Zeit doch sehr hinten gestanden, ne? Ach, ich finde das schön. Na gut, aber wir gehen dann wohl, glaube ich mal. Schon? Los, schnapp sie dir, Tiger. Ja, du wolltest mich rausschmeißen gerade eben noch. So, was ich noch sagen wollte davor, bevor sie ihr Herz ausgeschüttet hat. Guckt mal da hinten. Kleines, neckisches Detail, weil das die Postkarten sind, die wir gefunden haben. Hier müssten eigentlich von der Wolga fehlen eigentlich noch zwei, die haben wir halt nicht gefunden. Aber ansonsten sind das die Postkarten, die wir hatten. Also gut, bis auf die eine, die von der Brücke, die verschwindet immer mal wieder. Hat bestimmt irgendwas zu bedeuten. Mhm, anscheinend haben wir Brot. Okay. Brot. Chleb. Ja, jetzt komm mal. Oh, diese Folge wird... Ah, oh, ihr werdet diese Folge nicht mögen. Oder vielleicht auch doch, ich weiß es nicht. Denn was wir jetzt machen, ist ein wenig lesen. Denn anscheinend dürfen wir das hier nicht so häufig. Also, ja. Ne? Wird es jetzt ein bisschen Zeit, würde ich sagen. Ich glaube, die Anna hatten wir ja schon vorgelesen, ne? Ich glaube ja. Miller. Oberst Sviatoslav
Konstantinowitsch Mielnikow, Gründer und ständiger Kommandant des Sparta-Ordens. Miller hat jeden Spartaner einzeln ausgesucht und ausgebildet. Er war derjenige, der mich aus meiner Heimatstation rettete, als wir von den Schwarzen angegriffen wurden. Er war der Einzige, der zwischen den Kommunisten und den Faschisten stand und den Konflikt verhinderte, welcher gut das Ende unserer Zivilisation hätte sein können. Es war Miller, der mich in den Orden aufnahm und meiner Hochzeit mit Anna, seiner einzigen Tochter, den Segen gab. Ich wurde zu seinem Schwiegersohn, brachte aber nie genug Mut auf, ihn Papa zu nennen. Immer nur Herr Oberst. Also ganz kurz, nur weil es der Schwiegerpapa ist. Bei der Verteidigung von D6 verlor der Oberst seine besten Kämpfer und sein altes Ich. Irgendetwas zerbrach damals für immer in ihm. Er wurde alt und völlig intolerant, was Widerworte betraf. Manchmal habe ich den Eindruck, er bereut, dass er meiner Hochzeit mit seiner Tochter zugestimmt hat. Hunter hätte er als Schwiegersohn sicherlich vorgezogen. Aber Hunter wird vermisst und ich habe seine Tochter in einen Strudel gezogen, aus dem wir alle vielleicht nicht mehr herauskommen. Ich habe den Oberst in das schlimmste Abenteuer seines Lebens mitgerissen. Er musste Hochverrat begehen, um seine Tochter zu retten. Mit mir im Schlepptau. Er ist davon überzeugt, dass der Krieg noch nicht zu Ende ist, dass Moskau sich totstellen musste, um einen letzten Todesschlag vom Feind zu erhalten. Ja, doch trotzdem ist Anna seine Tochter. Und ich trotzdem einer seiner Soldaten. Daher riskiert er in seinem fortgeschrittenen Alter alles, was er hat. Seinen Ruf, seine Position in der Metro und einen Großteil seines Ordens. Und das alles, um uns zwei zu retten und vielleicht selbst aus diesem Chaos wieder herauszukommen. Wir begeben uns zum Yamantau, wo sich das Hauptquartier des Oberkommandos befindet. Nur die wahre Regierung unseres zerstörten Landes kann den Oberst vom Hochverrat freisprechen. Sofern sie ihn überhaupt zuhören. Es gibt allerdings ein Problem. Es ist schon ein paar Tage her, dass wir Moskau verlassen haben und wir haben noch immer keine Spur von Besatzungstruppen entdeckt. Vielleicht, weil es keine Besatzungstruppen gibt? Schon mal darüber nachgedacht? Vielleicht war das gar kein Angriff von... Also kein geplanter Angriff? Vielleicht ist irgendetwas wahnsinnig schiefgelaufen? Damir ist wohl der ruhigste im ganzen Team. Außerdem ist er äußerst verlässlich. Er ist immer da, um zu helfen. Er übernimmt immer die härteste Arbeit und die schwierigsten Einsätze. Und dann, wenn es darum geht, den wohlverdienten Respekt und Dank anzunehmen, wird er rot und sagt, er sei für den Erfolg nicht verantwortlich. Das sei halt irgendwie einfach so gelaufen. Damir hat nur ein schmerzhaftes Problem und das ist sein Name. Ein Name, den er von seinem Vater bekommen hat. Zusammen mit der Hälfte seines Bluts. Damir kann seinem Vater nicht verzeihen, dass er gegangen ist. Das führt so weit, dass er sogar seine Herkunft leugnet. Nicht schön. Igor Duke Dukov. Der Fürst der Finsternis. Der jüngste, mutigste und verrückteste von uns. Manche haben sich dem Orden aus Verzweiflung angeschlossen, andere, um die Menschen vor Gefahr zu beschützen. Aber Duke ist hoffnungslos in Abenteuer verliebt. Immer wenn der Oberst nach Freiwilligen fragt, ist Duke der Erste, der ich ruft. Egal wie hart oder schwierig der bevorstehende Einsatz ist. Eine Schande, dass der Orden keine Medaillen verleiht, sonst wäre Duke vollgehangen mit ihm. Er blickt zu den erfahreneren Kämpfern auf und vergleicht immer, wer mehr Einsätze, Tote und Wunden auf dem Konto hat. Aus irgendeinem Grund vergleicht er seine Erfolge vor allem mit meinen. Vielleicht liegt es daran, dass ich ihm altersmäßig im Nächsten stehe. Anna hat mal gesagt, hör auf zu jammern, Artyom. Es gibt Menschen, die davon träumen, wie du zu sein. Zum Beispiel Duke. Könnte das wirklich stimmen? Igor lässt sich gerne als Duke oder Fürst der Finsternis bezeichnen, aber man findet wohl kaum einen Kämpfer, der fröhlicher ist als er. Er ist wie ein junger Spund, der ständig alle möglichen Risiken eingeht, aber die Schicksalsgöttin
scheint es gut mit ihnen zu meinen. Hätte er Silanzius, diesen finsteren Alten, nicht ausgetrickst, wäre unsere ganze Operation möglicherweise gescheitert. Duke, mein Freund, dein Stern steigt zweifellos am Himmel auf und schon bald wirst du heller scheinen als wir alle. Wir sind vom selben Schlag, du und ich. Darauf bin ich stolz. Okay, es ist doch... Es trägt doch ein bisschen zur Stimmung bei. Aber jetzt lernt man nochmal die Charaktere so ein bisschen kennen und weiß, warum sie vielleicht einfach so sind, wie sie manchmal sind. Das Bild von Yermak ist wieder... ist einfach nur göttlich. Yermak ist der Lokführer der Aurora. Er kennt den Zug bis ins kleinste Detail und spürt es im Herzen, wenn irgendetwas mit den zahlreichen und ehrlich gesagt auch ziemlich abgenutzten Mechaniken der Lok nicht stimmt. Yermak hat sich so leicht und natürlich in unsere Gruppe eingefügt, dass er gefühlt schon immer dabei ist. Dabei trafen Anna und ich ihn in einer Basis der Hanse. Dort half Yermak mir, meine Frau zu finden und dann führte er uns bei der Entführung unseres geliebten Kampfzuges an. Bei Yermaks Hintergrund ist es trotzdem ein Wunder, dass er beschloss, Moskau mit uns zu verlassen. Als wir uns trafen, hatten wir gerade erst erfahren, dass die Hanse jeden exekutiert, der versucht, Moskau zu betreten oder zu verlassen. Aber Yermak lebte schon seit Monaten mit diesem Wissen. Zunächst aus Angst um das Leben seiner Tochter und dann, nachdem sie ihrer Krankheit erlegen war, nur noch aus purer Hoffnungslosigkeit. Doch jetzt ist er frei. Genau wie wir alle. Und sollten wir jemals nach Moskau zurückkehren, werden wir unsere Rechnung mit der Führung der Hanse gemeinsam begleichen. Yermak sagt, dass jeder Mensch im Leben ein Ziel hat. Einen Ort, an dem das Schicksal ihn führt. Und immer wenn das Leben hart und manchmal gar unerträglich war, erinnerte ich mich an seine Worte. Dies könnte die Endstation sein, aber noch immer nicht dein Ziel. Steh auf und geh weiter. Vielen Dank, Yermak. Idiot. Idiot hat sich seinen Spitznamen aus purer Bescheidenheit ausgesucht. Oder vielleicht zu Ehren einer Figur von Dostojewski. Jedenfalls ist er alles andere als ein Idiot. Er ist der gebildetste und belesenste Soldat des Ordens. Weshalb er damals in der Metro auch Millers rechte Hand war. Die Frage ist, was er über die allgemeine Lage wirklich weiß. Über die Leute, die in den Tunnel festgehalten werden, über den Krieg, der noch immer nicht zu Ende sein könnte, und darüber, wer in der Metro wirklich die Kontrolle hat. Idiot redet gerne und viel, aber dabei sagt er in der Regel nicht viel. Außer vielleicht sein übliches, einerseits könnte es stimmen, andererseits... Wenn du den Eindruck hast, dass die Wahrheit in greifbarer Nähe liegt, dann sprich mit Idiot. Er schafft es, dich in 0, nichts wieder zu verwirren. Es gibt aber auch etwas an ihm, das ich überhaupt nicht verstehe. Weshalb und wofür kämpft er beim Orden? Es sind nur noch ein paar. Aber ich will die Chance jetzt nutzen, weil wer weiß, wann wir sie wieder haben. Und manchmal geht es ja auch etwas schneller. Manchmal auch nicht, aber naja. Da müsst ihr jetzt durch. Ich glaube, in dieser Folge, also diejenigen, die das dann später auf YouTube sehen, in der Folge wird nicht viel mehr passieren, als dass wir uns das Team durchlesen und vielleicht noch ein bisschen was aus dem Tagebuch. Mal gucken, was da so drin steht. Hat nichts mit dem Vorlesen zu tun, aber ich mach mal los. Ja, dann Matthias, viel Spaß. Ne? Und hab einen schönen Abend noch. Oder Nachmittag und Abend. Ayosha. Ayosha, ein echter Partylöwe, ein passionierter Frauenheld, Lieblingskunde der zwielichtigen Buden des Svetnoi Boulevard und außerdem unser Überlebenstrainer an der Oberfläche. Mit einem flüchtigen Blick kann er tatsächlich erkennen, ob ein Gebäude noch Jahre stehen wird oder bei der leisesten Berührung in sich zusammenfällt. Eine Fähigkeit, die ihm in Moskau mehr als einmal das Leben gerettet hat. Ayosha ist das einzige Mitglied unseres Teams, das unsere Reise als spannendes Abenteuer betrachtet. Vermutlich, weil er sich neue Bekanntschaften erhofft, so mit Vertretern des schönen Geschlechts natürlich. Soll das jetzt heißen, Männer sind kein schönes Geschlecht? Kann ich zustimmen.
Also manchmal. Oh, hier, Sam. Der Geheimnisträger. Und schön, dass sie hier die amerikanische Flagge so mit drauf skizziert haben, um einfach nochmal zu zeigen, dass er eigentlich so ganz und gar nicht zu der ganzen Sache gehört. Mal sehen, was da drüber drin steht. Sam ist einer der Besten des Ordens. Er ist vielleicht nicht der Stärkste oder der Schnellste oder der beste Schütze von uns. Aber er kann sich definitiv gegen die besten Spartaner in jedem dieser Bereiche durchsetzen. Und er ist ganz sicher auch der Ungewöhnlichste von uns. Sam ist Amerikaner, ein Marine aus der Wachabteilung der US-Botschaft, der zufällig gerade in der Metro war, als der jüngste Tag kam. Am Ende wurde er zu Oberst Millers persönlichem Leibwächter. Sam konnte an der Schlacht um D6 nicht teilnehmen, weil er mit einer schweren Verletzung im Krankenhaus lag. Und es passte ihm überhaupt nicht, dass er nicht dort sein konnte, um den Oberst zu beschützen, als dieser es am meisten brauchte. Kaum war er wieder auf den Beinen, noch immer voller Verbände, wich Sam dem Oberst nicht mehr von der Seite. Er ließ nicht einmal zu, dass ein anderer Millers Rollstuhl schob. Selbst als André, der Waffenschmied, dem Oberst die großartigen Prothesen baute, die er nun trägt, blieb Sam Millers Schatten. Natürlich schloss er sich uns auch auf der Aurora an. Wir haben alle irgendein Ziel, wie Hermax so schön sagt, auch wenn keiner von uns so genau weiß, wo dieses eigentlich liegt. Sam scheint den Ort jedoch zu kennen. Wenn die Welt außerhalb der Metro nicht ausgelöscht ist, dann muss es auch in den USA Überlebende geben. Und Sam muss ständig an seine Eltern denken, die vielleicht noch leben, und auf ihren Sohn warten. Ich frage mich, ob er den Eindruck hat, mit uns in die richtige Richtung zu reisen. Während wir darauf warten, dass die Reparatur der Aurora abgeschlossen ist, und darüber nachdenken, wie wir den Fluss überqueren, macht Sam sich verrückt, dass der Oberst ihm nicht trauen könnte. Immerhin erwähnen wir ständig Besatzungsdruck. Es muss einem das Herz zerbrechen, 20 Jahre lang mit unzweifelhafter Loyalität einem Kommandanten gedient zu haben, nur um dann als Verräter betrachtet zu werden. Aber ebenso schlimm muss es sein, dem alten Feind so nahe gekommen zu sein und dann zu erfahren, dass das eigene Land vielleicht noch immer existiert. Und wenn der Krieg noch nicht zu Ende sein sollte, auf wessen Seite stehst du dann, Sam? Wer bist du? Das ist natürlich wirklich krass, ne? Der Sam, die ganze Zeit loyal, und jetzt, wo wir erfahren, und Miller wusste es ja die ganze Zeit, oder relativ lange. Und jetzt haben wir das erfahren. Er weiß, dass eventuell noch welche leben. Es heißt ja höchstwahrscheinlich in dem ganzen Kosmos, dass Amerika angefangen hat mit der ganzen Geschichte. Mit dem Angriff. Aber wer weiß, ob das überhaupt so war. Keine Ahnung. So, und wir... Oder der Orden an sich redet dann immer von Verrätern, wenn es um die Amerikaner geht. Oder um Besatzungstruppen, um Angreifer, um die Bösen eben. Und Sam ist aber einer davon, der sich uns angeschlossen hat, der alles getan hat, der sein Leben zigmal aufs Spiel gesetzt hat, wie wir erfahren, um quasi Miller zu beschützen. Nimmt er sich das wirklich so zu Herzen? Wenn wir die Amerikaner so verteufeln? Oder weiß er, dass er eben eine Ausnahme da drin ist? Aber wie fühlt es sich, eine Ausnahme zu sein und sein ganzes Land, seine ganzen auch Familienmitglieder, die er vielleicht noch hat, werden trotzdem als Verräter dargestellt? Das ist ein schönes Porträt über ihn. Schönes Porträt. Okay, ist nicht mehr viel. Im alltäglichen Leben ist Stepan so ruhig und freundlich, dass man ihn kaum für ein Mitglied des Ordens halten kann. Immerhin sind wir eine militärische Organisation. Sobald man diesen Hünen jedoch im Kampf erlebt, erkennt man sofort, warum er hier ist. Stepan ist völlig furchtlos und erstaunlich stark. Er trägt ein schweres MG, als wäre es ein normales Sturmgewehr. Wir können von Glück reden, dass Stepan auf unserer Seite ist. Ihn zum Feind zu haben, wäre eine Katastrophe für uns. Bis zum Treffen mit Katja hat Stepan dem Oberst nie wieder Worte gegeben.
Als Miller die Frau und ihre Tochter aber nicht an Bord der Aurora lassen wollte, brach er einen echten Streit vom Zaun. Der Oberst war merklich sauer, während wir anderen sofort verstanden, was da los war. Aber wie jeder gute Kommandant durchschaute Miller Stepan dann doch recht schnell und ließ sich dazu überreden, Katja und Nastja an Bord zu nehmen. Mit dieser Ergänzung würde Stepan das Team auch niemals verlassen. Das ist natürlich... Also entweder hat er sich wirklich verknallt in die Katja, oder er ist einfach so ein liebenswürdiger Bär. Und vielleicht wird er dadurch durch die zwei an seine Familie erinnert, die er vielleicht verloren hat in der ganzen Zeit. Und jetzt hat er die Möglichkeit, sie zu retten. Und konnte das einfach mit seiner Art und mit seinem Wesen nicht vereinbaren, die zwei einfach da zu lassen und weiter den Fanatikern zu überlassen. Natürlich wird er jetzt auch alles dafür tun, dass die zwei sicher sind. Und auch ein schönes kleines Detail hier, die Musik. Bei ihm haben wir ja auch die Gitarre gegeben. Dass da jetzt hier so schön die Musik rauskommt, vielleicht sollte uns das nochmal zeigen, dass... Also hätten wir das vorher gelesen, vielleicht hätte uns das dann gezeigt, dass wir ihm die Gitarre quasi mitbringen sollen. Oder spätestens als wir sie dann hatten und einfach mitgenommen haben, dass er dann der Richtige ist. Ist nur schade, dass wir die Sachen nicht vorher geben konnten, weil wir waren ja extra nochmal da, aber wollte ja das Spiel nicht. Okay. Tokarev ist ein Mann, der sein Handwerk liebt. Zum Teil mag das daran liegen, dass er denselben Nachnamen wie der berühmte Waffeningenieur hat. Ständig bastelt er an den Waffen des Teams herum, repariert und wartet sie, macht Verbesserungen. Tokarev weiß alles, was es über Waffen zu wissen gibt. Und er kann stundenlang darüber reden. Ansonsten ist er aber nicht wirklich an irgendetwas anderem interessiert. Trotzdem kümmert er sich nicht nur um unser Arsenal. Er arbeitet auch an unserer Ausrüstung, bessert ständig etwas aus und erfindet neue Dinge. Tag und Nacht sorgt er dafür, dass wir unsere Fähigkeiten bestmöglich einsetzen können, ohne von minderwertiger Ausrüstung dabei behindert zu werden. Was würden wir bloß ohne ihn machen? Nebenbei bemerkt, scheint er heimlich und hoffnungslos in meiner Anna verliebt zu sein. Er ist ständig besorgt um sie, denkt an sie, erzählt von ihr. Aber ich spüre nicht einmal Eifersucht. Ich glaube, Eifersucht spürt man auch erst dann oder nur dann, wenn man das Gefühl hat, dass quasi die eigene geliebte Person nicht die Gefühle für einen wieder erwidert. Also Anna ist ja sehr, sehr stark auf uns mittlerweile fixiert. Keine Ahnung, woher das kommt. In Last Light haben wir da ja ein bisschen diese Liaison angefangen, aber irgendwie habe ich nicht so richtig bewusst mitbekommen, warum die jetzt auf einmal so passiert ist, weil am Anfang, naja, hat sie uns ziemlich stark die kalte Schulter gezeigt bei allem. Aber so wie Anna jetzt auf uns reagiert, so wie sie fixiert auf uns ist und alles, kann es ja egal sein, wie viele Leute in Anna verliebt sind, solange sie nur Augen für uns hat. Muss man ja keine Eifersucht, oder ist es ja Quatsch, irgendwo auch Eifersucht zu entwickeln. Eifersucht kommt ja nicht unbedingt nur davon, dass die geliebte Person von anderen verehrt wird. Klar hat das sicherlich auch was damit zu tun, aber naja, eben auch damit, wie sich diese Person dann uns gegenüber oder einem selbst gegenüber benimmt. Moment, ganz kurz, mal Kamera aus und kurz was trinken, weil es gerade sehr viel vorgelesen ist, aber das machen wir noch. Ich weiß wirklich nicht, was Katja und Nastja alles durchgemacht haben und wie sie es geschafft haben, nicht durchzudrehen. Kaum jemand ist so optimistisch wie sie. Ein kleines Mädchen und eine liebevolle Frau haben sich als härter als das Schicksal erwiesen. Sie haben alle Schicksalsschläge verkraftet. Und die waren wirklich zahlreich und heftig. Sie trafen mit einer beträchtlichen Gruppe Migranten an der Wolga ein,
auf der Suche nach einem besseren Leben. Doch stattdessen fanden sie einen neuen Glauben, mitsamt ihres eigenen Todes. Natürlich hat Silanzus mich alle selbst umgebracht. Er gab ja nicht einmal den Befehl dazu. Er hatte nur das heilige Aufnahmeritual, bei dem der Anwärter eine elektrische Anomalie beseitigen muss. Wo ist da der Unterschied zu kaltblütigem Mord? Kein Wunder, dass der Oberst sich von Stepan und Anna überreden ließ, Katja und Nastja mit an Bord der Aurora zu nehmen. Obwohl sicherlich zahlreiche Gefahren auf uns warten. Trotzdem würde ich behaupten, dass diese Damen härter sind als so mancher kampfgestählte Soldat. Abgesehen davon ist Katja eine ausgebildete Krankenschwester und vermutlich werden wir medizinisches Fachwissen gut gebrauchen können. Ist das jetzt eine Anspielung auf unsere Anna? Weil, wie gesagt, also der geht's gerade echt mies. Ne? Okay, Crest, mein Guter. Ein eifriger Geschichtenerzähler, ein talentierter Mechaniker und ein geborener Abenteurer, der an der Oberfläche schon die große, weite und bedrohliche Welt gesehen hat, die uns so fremd ist. Ein Mann, der schon hunderte Schlägereien durchgemacht und tausende Tauschgeschäfte abgeschlossen hat, von denen nicht wenige alles andere als skrupellos gewesen sein mögen. Ich weiß nicht, ob Crest uns lange auf der Reise begleiten wird, aber ich bin nicht überrascht, dass er so gut zu uns passt. Gleich von Anfang an half er uns schon, die Aurora zu reparieren, gab er uns die Motordraisine, die er noch von seinen Abenteuern hatte. Und dann beteiligte er sich an dem Einsatz zur Eroberung des Schleppschiffs, indem er Duke und mir Deckung gab, damit wir zur Brücke vordringen konnten. Kein Wunder, dass unser Oberst, der normalerweise übervorsichtig ist, keine Probleme damit hatte, Crest in unser Team aufzunehmen. Okay, was haben wir hier noch? Tage. Ach du gute Güte. Aber das sind ja wirklich nur die Sachen, die er sowieso immer vorgelesen hat, ne? Oder? Ach du. Ist das euer Ernst? Aber das sind doch trotzdem die Sachen, die wir... Ja, das sind doch die Sachen, die wir immer gehört haben dann. Ja, nee, dann lese ich die nicht vor. So, die neue Welt. Was haben wir dann noch? Lebewesen? Okay. Ja gut, also ich glaube, die Ausrüstung, das machen wir nicht. Die Waffen... Ach nee, ich glaube, das ist auch ein bisschen Quatsch. Aber ich glaube, die neue Welt... Das können wir irgendwann mal vorlesen, denke ich. Oder machen wir das jetzt noch? Da fliegt gerade irgend so ein blödes Viech rum. Ausstellung. Ah, das haben sie schlecht übersetzt. Weil eigentlich ist unsere Heimatstation die Messe gewesen. Naja gut, aber das hier passt schon. Nicht. Naja gut. Nein, ich denke, das passt jetzt erstmal. Was machen? Können wir hier Licht ausmachen? Ach, verrückt. Das machen wir wieder an. Kinell, bitte komm! Hörst du mich, Kinell? Kinell, bitte komm! Hört ihr mich, Kinell?
Morhold hier. Ich bin in Cemete. Ende. Kinell, Kinell, bitte kommen. Kinell. Hätte ich das vielleicht Achtung, die ganze Zeit Achtung, mit dem Hintergrund? Hier spricht das Spezialkomitee. Kalaschnikow soll in den Arsch kriegen. Wie lange hat es gedauert, bis er überhaupt in der Kunst eintraf? Nicht einmal 2 Jahre. Du solltest deine Haltung zu Menschikow besser überdenken. Hast du schon vergessen, wer den Handel mit den Sträflingen von Solotoya aufgebaut hat? Hm? Na ja, das war Sachars Idee. Und Sachar hat das auch durchgezogen. Er hat den Baikalsee überquert, alleine. Wir würden ihm blindlings folgen. Meschnikow dagegen ist mir scheißegal. Bist du nicht etwas übermütig? Du bist gerade so cool, dass du der Funkerbande auf den Keks gehst. Fall nur nicht vom hohen Ross. Hat er gerade Meschnikow oder Menschen... also Meschnikow oder Menschikow gesagt? Weil Menschikow steht ja da, aber ich glaube, er hat Meschnikow gesagt. Ach, ich hätte bestimmt Musik mal anmachen sollen vorher. Wäre ja, bestimmt ein bisschen cooler gekommen beim Vorlesen. Ah, Mann. Okay, das merken wir uns mal. Das ist bei 510. Oh ja, das hätten wir machen sollen. Wie lange sind wir schon unterwegs? Ich habe auch den Funk abgehört. Mhm. Und keine einzige Übertragung hat von einer Besatzungstruppe berichtet. Warum haben sie eine Evakuierung angeordnet? Es gibt so viel gewöhnliches Geschwätz. So viele Geschichten. Papa sagt, dass das alles kodierte Übertragungen seien, dass sie alle eine verdeckte Bedeutung haben, aber... Wozu diese Geheimniskrämerei? Warum benutzen Sie nicht die Bahnstrecke? Warum kontrollieren Sie nicht wenigstens die wichtigen Abzweigungen? Warum haben Sie keine Sperren eingerichtet? Wenn Sie überhaupt da draußen sind. Dies ist immerhin die Haupttransportader. Vielleicht sind Sie gar nicht hier. Vielleicht sind Sie nie hergekommen oder bereits wieder gegangen. Aber wohin dann? Vergiss nicht, weder Katja noch Crest haben Sie jemals gesehen. Mhm. Auch wenn es uns ohne sie eigentlich ganz gut geht, ist es wie im Mittelalter. Dieser Silantius behandelt die Leute wie Sklaven, lässt sie umbringen. Kaum zu glauben, dass sie es ohne seine Lügen und Menschenopfer schlechter hätten. Und wir? Wir haben so viele Jahre da unten gelebt und uns gegenseitig bekämpft. Und keiner hat auch nur geahnt, dass man da draußen leben könnte. Ja, beziehungsweise wir haben es ja versucht, draußen zu leben, aber... Also an der Oberfläche, aber da war halt die Strahlung noch zu krass. Hier draußen sind natürlich keine Raketen runtergekommen, also wo soll die Strahlung groß herkommen, ne? Ja. Solche Situationen gibt es halt doch viel zu selten im Leben. Also die hier, die jetzt im Bild ist. Einfach zu sitzen... mit seiner geliebten Person Zeit zu verbringen, ein bisschen Ruhe zu haben. Tja, okay. Ich würde sagen, das ist jetzt ein guter Abschluss für diese Folge. Ne? Anna hat noch mal ein bisschen was erzählt. Und somit endet die Folge, wie sie begonnen hat. In der nächsten gibt es sicherlich wieder etwas mehr Action. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß, was wir noch alles für Geschichten jetzt kennenlernen. Ich würde ja gerne jetzt erstmal noch rumgucken, aber
Es passt gerade einfach zu schön, Mann. Das sind jetzt auch schon 40 Minuten, also. Ich will es mal nicht übertreiben. Ja. Schön ist es. Ich finde es gut, dass mal in diesem Pacing auch hier wieder einfach mal eine Ruhephase da ist, die auch bewusst dazu da ist, nochmal emotionale Bindung aufzubauen, bevor wir sie wahrscheinlich in relativ naher Zeit verlieren werden. Oder zumindest wird sie ziemlich krank werden. Ich denke, sie ist schon ganz schön krank, aber sie zeigt es noch nicht. Sie wendet noch wahnsinnig viel Kraft dazu auf, dass wir das nicht mitkriegen oder nur sehr wenig mitkriegen. Und dann schiebt es immer ganz schnell auf, ja, ach, hier, puh, habe ich doch, nee, war ein bisschen trockene Luft und ach. Ich weiß, ich bin manchmal pessimistisch, aber naja. Gut, dann gehe ich mal kurz raus. Dann lauschen wir noch ein wenig den Worten. Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, welche Worten. Genau diesen. Es gibt halt einfach keine. Einfach mal die Ruhe. Ein kleines bisschen Musik im Hintergrund. Also dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Cheerio.